Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir, einem neuen Review diesmal. Und zwar vom, wie ihr aus dem Titel entnehmen könnt, dem Turnigy Mini Rally Extreme Edition. Hol ihn mal her. Das ist das kleine Stück. Das ist mein erstes RC-Auto. Den habe ich vor anderthalb Jahren oder so, wo ich damit angefangen habe, wo ich dann infiziert wurde vom Kollegen, von dem Michi, war das mein erstes RC-Auto, was ich mir geholt habe. Ja, was kann ich über das Auto sagen? Es ist ein Turnigy-Auto, Hobby King. Es kostet als ARR-Version, kostet das momentan 62 Euro. Ich meine, ich habe damals mit Versand und zwei Akkus dazu, hatte ich 85 bezahlt. Oh, ich weiß nicht, ob der jetzt ein bisschen teurer geworden ist. Dann gibt es hier noch als ATA-Variante mit Funke für 82 Euro. Diese Funke hier, die beim Becher dabei war. Da steht ja wahrscheinlich nicht Becher drauf, sondern Turnigy. Und ja, toll. Also ich würde nicht 20 Euro Aufpreis bezahlen für diese Funke, ganz ehrlich. Ja, Hobby King hat das ziemlich clever gemacht mit diesem Auto, wie es Traxxas oder Vaterra auch tun. Das Ding ist auch im Baukastenprinzip mit mehreren Autos zusammen. Da gibt es nämlich noch einmal einen kleinen 1-16 Shockhorse Truck, den grauen, den Trooper. Der ist genau das gleiche Chassis, nur Karo-Halter natürlich anders gemacht und Offroad-Reifen drauf. Ansonsten ist der identisch. Natürlich noch die Bumper vorne dran, die so ein Shockhorse Truck halt hat. Und teilt sich mit dem kleinen Mini-Buggy von Hobby King und diesem Monster Beetle. Teilen die sich die Vorder- und Hinterachse. Der Beetle und der Buggy und der Monster Beetle haben halt ein anderes Chassis in der Mitte. Das ist wie kürzer und mit Wanne und so. Dieses Chassis sieht man da gleich noch. Man sollte ihn nicht verwechseln oder gleichstellen mit dem anderen Rallye-Wagen, der mit der Grünkarosserie, den ich übrigens auch ein bisschen geiler finde von der Optik her. Das ist nämlich, der sieht so ein bisschen Camblock-mäßig aus. Die teilen sich nur das Aussehen. Die haben die gleichen Reifen, nur halt in grün und orange und die gleiche Karosserie, nur anders lackiert. Aber unterscheiden sich komplett vom Chassis her. Also ich würde auf jeden Fall immer diesen hier nehmen, deswegen heißt es auch Extreme Edition. So, ich mach mal auf. So. Ja, die Karosserie, weiß ich nicht genau, ob das man das irgendwie, was das für ein genaues Lexan ist, keine Ahnung, ob das. Also, die hat schon ein paar Treffer gekriegt und ist hier auch ein bisschen gesprungen und so, aber die ist extrem im Einsatz. Ihr habt die in eins meiner ersten Videos da gesehen, dass ich damit über eine Sprungschanze gesprungen bin und so. Und ja, hat ganz gut gehalten. Die ganzen Karosserien, die es für die Traxxas Red Mini-Dinger da gibt, die 1-16er, die müssten hier alle raufpassen. Von Raschern. Ich habe damals mal geguckt, aber ich wollte mir mal eine Camaro-Karosserie holen, die müsste da eigentlich raufgehen. So, kommen wir erstmal zur Ausstattung des Autos. Also der Regler ist ein 25 Ampere Regler. Soll 3S-fähig sein, habe ich nie ausprobiert, muss ich in so einem kleinen Auto auch nicht tun. Dann haben wir hier einen kleinen Brushless-Motor, der ist glaube ich 2040 oder so in den Ausmaßen. 4800 kV. Geht echt gut. Mit 2S schafft der fast 50, denke ich mal. Also es sieht ein bisschen schneller aus, weil er so klein ist halt. Dann ist er komplett. Was ist hier los? Hier klemmt irgendwas. Vorführeffekt. Also er ist komplett kugellagert. Das Oberdeck und Unterdeck ist halt Glasfaser. Also hier, nee, heißt das hier Fiberglas. Also Art Carbon kann man sagen. Stabilisatoren sind verbaut. Die Alu-Dämpfer sind nicht serienmäßig, da komme ich gleich zu. Ich habe ihn damals als ARR geholt. Jetzt ist halt diese Funke hier drin, weil ich die halt über habe und mir einen Finger fehlt, um den hier mit meiner Fleißgeil zu fahren. Es ist alles voll einstellbar, wie man sieht. So ist alles ein bisschen filigraner gemacht, so natürlich der Größe geschuldet, aber ja. Alles wunderbar. Wie man sieht halt, eigentlich ein Onroad-Fahrzeug, aber so ein bisschen auf Rallye gemacht, halt mit den größeren Dämpfern und sowas. So buggy-mäßige Aufhängung. Das kennt man ja von Rallye-Autos. Batteriefrage interessiert vielleicht manche. Ich habe hier zwei von diesen Akkus. Turnigy Ton 700 mA. Die maximalen Maße des Akkufachs betragen 103 mm x 33 x 27. So, 33 ist die Breite, weil es lässt sich hier noch verschieben. So, man kann einfach pauschal sagen, dass diese Akkus passen halt rein. Und dann gibt es noch maximal welche von Zippy oder von Turnigy, 2200 mA, die passen da auch rein. So, und wenn man das halt verschieben kann. Ich habe es jetzt hier ganz eng gemacht, weil ich halt die kleinen Akkus habe. Normalerweise ist hier, ein bisschen schmutzig, halt so ein normaler Tray drüber, den man auch rüber macht, mit Pins festmachen. Ich habe jetzt hier eine kleine Modifikation gemacht, mit so einem kleinen Akku-Strapsen-Ding hier. Finde ich ein bisschen cooler, geht schneller, mag ich mehr.
Ja, sieht hier eine Alu-Kardanwelle. Hat das Auto ja dann, sag ich mal, anderen bekannten Modellen voraus. Sogar eine kleine Slipperkupplung ist hier verbaut. Die Funktionsweise ist noch nicht so ganz geläufig, aber es soll eine Slipperkupplung sein. Ja, vorne und hinten Differential, aber also kann ich schlecht beschreiben. Ich zeige euch mal was, was mich damals auch beschlossen hat, dieses Auto zu holen. Weil, als ich angefangen habe, wollte ich unbedingt Onroad driften und sowas. Hatte natürlich noch keine Plan und nix und so. Und Hobbyking bietet für dieses Auto ein Drift Conversion Kit an. Das besteht dann einmal aus vier solche Driftreifen hier. Die sehen ziemlich ähnlich zu diesen Abzieh-Mahnsmann-Dingern aus, die man da billig kriegt. Sind ganz okay. Sehen cool aus. Kommt gut auf dem Auto. Dann sind da Mitnehmer bei. Weil der hat logischerweise hier kleinere Achsen. Das sind M3-Motoren und keine M4-Motoren. Und da sind auch 9 mm Mitnehmer drin. Also, wenn man dieses Auto holt, muss man sich Reifen kaufen mit 9 mm Mitnehmer. Es sei denn, man holt sich dieses Drift Conversion Kit. Da sind dann Mitnehmer bei. 12 mm. Aber mit einer kleinen Bohrung für die kleine Achse und einem kleineren Schlitz für diesen kleinen Pin, der logischerweise drin ist. So, also kann man quasi das sind das Adapter halt. Die kriegt man halt dafür. So, und dann sieht man hier mal ungefähr, so sehen die Differentiale aus. Die sind offen in den Gehäusen drin. Das ist jetzt hier eine gesperrte Achse, die ist auch Teil von dem Drift-Kit. Da tauscht man einfach das Diff hinten raus und die logischerweise rein. Und die Diffs sehen aber genauso aus. Nur, dass die halt hier nicht da durch das Tellerrad durchgeschraubt sind, sondern dann sind hier in diesem Ding liegen halt drei Satellitenräder drin. So, und diese beiden Achsen haben halt dann logischerweise auch zwei Räder drauf. Zack. Das ist quasi wie ein richtiges Kegeldiff, nur dass es nicht innerhalb eines Gehäuses passiert, sondern es ist in sich zusammen und wird dann halt durch das gesamte Gehäuse zusammengehalten. So, funktioniert eigentlich ganz okay. Nochmal hier hin. So, man kann da logischerweise nicht mit Ölen arbeiten, aber ja. Slipperkupplung ist, Quatsch, Servo-Safe war sich auch verbaut. Ein kleines Mikro-Servo, da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Das hat bisher seinen Zweck erfüllt. Ob man da vielleicht mal irgendwie auch rüsten kann, so welche Servos, aber das sind ja so die kleinen Dinger, das ist ja mehr in den Heli-Bereich. Da, weil mit viel Power brauchen die ja nicht für so ein kleines Auto. Ja, da weiß ich nicht so recht, was. Da hab ich bisher noch keinen Bedarf zu gehabt. So, dann kommen wir mal zu den negativen Sachen von diesem Auto. Und ja. Das ist halt die Federung, die ich Probleme habe. So. Das hier sind jetzt Hobby King Upgrade-Dämpfer für dieses Auto quasi. Die sind ganz ähnlich zu denen oder genauso wie die, die ich für den großen Short-Cross-Truck habe. Nur halt in kleiner Ausführung. Sind auf jeden Fall besser als die serienmäßigen. Das hier sind die serienmäßigen Plastikdämpfer. Und vielleicht kann man das ja sehen. So, die sind halt total verschmiert. Fokussieren wir. Anfang. Ja, ich kaufe mir bald eine andere Kamera, ich weiß. So. Was ist denn das hier für ein Kram? Egal, Fail Video. Also, man sieht das hier jetzt, also ich sehe das halt, dass das hier ziemlich dreckig ist, alles und so, weil die waren permanent am Auslaufen. Ich hatte mal durch einen Umzug und so, war das Auto, stand das halt in einem meiner Transportboxen drin. Und als ich es hochgenommen habe, war der Querlenker schön am Glänzen und da war ein Fleck. Das heißt, der Dämpfer ist einfach durch das Stehen ausgelaufen und das kann es nicht sein. Deswegen habe ich die Alu-Dämpfer ein Upgrade gemacht. Aber ja, ist jetzt auch nicht wirklich so dolle. So, aber er fährt. Das wird dem nächsten Fahrvideo kommen, was ich schon mal gesagt habe. Da habe ich was vor. Was ganz Cooles, denke ich mal. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das will. Ja, man kann wieder bei allen Hobby King Autos sagen, also das ist definitiv eines der besseren. Überlegt mal, das ist hier jetzt nicht ganz so groß halt. Ne, ist ja kleinere Technik drin, aber im Verhältnis zum 1 zu 10er passt das eigentlich wegen der kleineren Auto und so. Also, das sah jetzt nicht so scheiße aus, wenn man wieder dagegen gefahren ist. Und es kostet bloß 62 Euro. So. Eine Funke dabei. So. Wenn man eine bessere Funke für 20 Euro kriegt, also dann packt man die da dabei. Oder man nimmt den ATA, hat eine Funke dabei. Die kleinen Akkus hier, die kosten gerade 5 bis 7 Euro oder sowas. Dann noch ein Ladegerät irgendwie. Und ja, hier sind XT60-Connectors verbaut. Sollte man kennen. Und man hat eigentlich schon ein super Auto, Brushless alles und sowas. So ein bisschen schwierig mit dem ja, Nachrüsten von Sachen und sowas, aber es geht alles. Und habe ich nicht bereut, der wird wohl auch für immer in meiner Sammlung stehen bleiben, denke ich mal. Es sei denn, da ist irgendwas super mäßiges, weswegen der irgendwie das tauschen kann oder keine Ahnung. Weil das ist halt mein erstes RC-Auto, mein erstes richtiges. Ich hatte davor schon mal eins, Jahre davor, aber das war nichts, also habe ich niemals fertig gemacht. Aber ja, also der Wagen hat mich nie enttäuscht. Habe ich da Schäden dran gehabt?
Die Dämpfer haben mich genervt, okay. Aber die Karre war nie defekt, meiner Meinung nach. Ich habe mal, okay, ich hab mein Hauptzahnrad gewechselt, weil, ja, siehst du, das kann ich euch nochmal eben zeigen. Ja, hab ich gar nicht mehr bedacht. Und zwar sind da ja auch logischerweise kleine Ritzel bei. Kleine Dinger hier. Und es sind Messingritzel. So, wollt mal wissen, dass die scheiße sind. Das ist noch das eine, das Bessere, was ich mir kurz gefahren habe. Das, ja, haben sich mit der Zeit haben die sich aufgelöst. Also nicht, dass sie sich irgendwie zerschreddert haben, aber die Flanken der Zähne wurden immer kleiner. Und ja, und das hat auch logischerweise auch das Hauptzahnrad, dem Hauptzahnrad geschadet. Da haben sich dieser ganze Abrieb drinne in den Zehen verfangen. So, und dann habe ich immer das Hauptzahnrad ausgetauscht, Ritzel ausgetauscht, dann war das aber nach ein paar Mal fahren schon wieder so. Und dann habe ich mich auf der Suche gemacht nach anderen Ritzeln. Das hier ist jetzt ein gehärtetes Aluminiumritzel irgendwie, so wird es beschrieben. Ob man das in Aluminium jetzt so doll härten kann, weiß ich nicht. Es sind zwei Zähne mehr, serienmäßig sind das 15. Das ist jetzt 17, 48 Pitch. Und ja, blöderweise ist da die Madenschraube dabei, ist sehr klein, irgendwie 1,3 mm oder so. Und ja, das Ritzel musste in der Drehmaschine aufgebohrt werden, damit es auf die Welle des Motors passt. Angeblich ist der Motor 2 mm und ja, dann habe ich gedacht, wenn ein Ritzel und eine Bohrung von 2 mm hat, dann soll es auch darauf passen. So, weil, klar, zwei, ist beides 2, aber ich gehe davon aus, wenn das halt für Elektromotoren ist, dass dann entsprechend so gepasst ist, dass man das darauf schieben kann. So, weil ist ja bei anderen brushed größeren Motoren auch so das Verhältnis. Die haben auch 5er Welle und 5er Loch, das passt ja auch. Passte nicht, hat der Vater von Michi für mich aufgebohrt halt, geht da stramm rauf, festgezogen die Mahnschraube, hat noch keine Testfahrt damit gemacht, irgendwie, ja. Man wird sehen, ich werde im nächsten Video machen. Dann werde ich sehen, wie das sich verhält. Ja, gut, jetzt haben wir auch schon etwas länger gemacht wieder. Ja, ich hoffe, ich habe nichts wesentlich vergessen zu dem Auto. Wie gesagt, ich habe keine Schäden damit erlitten. Und ihr habt den Wagen ja einmal gesehen in meinem Onroad-Sportplatz-Video. Wenn nicht, guckt mal in meine Videos rein. Das ist, glaube ich, mein viertes Video gewesen, was ich hochgeladen habe. Oder, okay, das bin ich, das war schon etwas mehr, aber das vierte richtige Video, was ich jetzt speziell für den Channel gemacht habe. Und ja, und da am Ende kommen halt noch ein paar Offroad-Autos, die halt springen. Und ja, da ist der auch mit bei gewesen. Und gut, die Karosserie hat viel abgefangen, ist klar. Aber so, die Karosserie hat bisher die meisten Schäden genommen. Ich pack sie nochmal hier hin. Und die ist übrigens sehr ähnlich zu der vom Traxxas Rally da, diesen Ken Block, den. Die gibt es ja auch blanko, die Karosserie. Ich bin der Meinung, das ist die gleiche. Nur halt hier Adobe King dann die bedrucken lassen und fertig. So, gut, der Spoiler fehlt hier noch, aber vom Fenster her alles und sowas und die ganze Optik und so, hier ist es zwar ein, also hier ist zwar keine Tür abgebildet oder so, sondern das sind also zwei Türen drin. Das ist genau die, das ist, bin ich mir sicher, die gleiche Karosserie, es geht gar nicht anders. Und ja. Ja, also ich kann nichts Schlechtes über das Auto sagen. So, man muss wieder immer den Preis sehen dabei. Und das ist Wahnsinn. So, alles dabei, was ein größeres, hochklassiges Auto auch hat. Natürlich qualitativ, vielleicht nicht alles so geil ohne Spiel und so, aber es ist, also, wenn ich mich nur zu einem TT01 und diesem Auto entscheiden müsste, würde ich immer dieses Auto nehmen, weil ich muss hier kaum was reinstecken. Selbst wenn ich hier was reinstecke, ich bin, was habe ich hier reingesteckt, die Dämpfer, und die haben auch keine Ahnung, nichts gekostet, 15 Euro oder so. Also, das ist, ja. Man kann ihn locker mit anderen Reifen fahren, ich bin auch viel mit, in meinem Video, da sieht man den auch halt mit grünen Reifen fahren, das sind dann normale 1 zu 10er Reifen, da passen immer nicht alle, logischerweise, weil die dann manchmal hier mit den Querlenker Probleme kriegen. Als ich den mit Moosgummi-Reifen in der Halle gefahren bin, musste ich halt mit unter die Scheiben arbeiten, dass die weiter rauskommen und konnte nicht voll einlenken, weil es sonst da rangekommen ist hier an den Querlenker, aber ja. So. Also von meiner Hinsicht, wenn man ein kleines Auto zum Spielen haben will, ist dieses Auto oder stellvertretend auch der Short Course Truck, den man, also volle Kaufempfehlung für mich. Ich gebe der Monster Beetle und Rally genauso. Upgrade sollte man sich in naher dann möglichst schnell halt noch andere Dämpfer holen und halt sich mit dem Reifen im Klaren sein, dass man sich entweder wieder die Originalreifen von Hobby King immer bestellt oder eventuell andere Mitnehmer, die man aus diesem Conversion Kit bekommt. Und ja, dann geht's los. Halt, ne? Geiles Auto. Man kann ihn auch komplett sperren, wenn man die gesperrte Achse vorne und hinten gleichzeitig einbaut, wenn man die zweimal kauft. Also, ja. Das war mein Review. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte oder ihr noch Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Ich beantworte sie natürlich. Und ja,
So, da kommen jetzt demnächst noch mehr Reviews. Also steht auf jeden Fall ein Fahrvideo von diesem Auto an. Das ist so ein bisschen wetterabhängig und zeitabhängig. Dann folgt noch das bestimmt ersehnte Review des Sabertooth. Ebenso mein Nitro Circus, weil ich auch viele Erfahrungen vom Saber auf den übertragen kann. Und ja, zwischendurch vielleicht nochmal irgendwie versuchen wir noch ein geiles Bash-Video zu erstellen von den beiden Großen. Gestern waren sind wir gefahren, aber das war nicht so spannend. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hau rein und abonnieren. Ja, und schöne Grüße an alle meine RC-Kollegen. Ihr wisst, wen ich alle meine: das Silver RC, RC Chris, der German RC Channel, UMB, wie sie alle heißen. Besucht das Forum von RC Chris, guckt auf meine Facebook-Seite und ja, seid gespannt, was da noch folgt. Bis dann, hau rein.